Die Schiene ist provisorisch. Die richtige bekommen Sie morgen. Was soll ich dann mit dem Rollstuhl? Das habe ich Ihnen doch schon erklärt. Die Schiene soll verhindern, dass Sie das Bein in sich drehen. Sie ist nicht dazu da, das Bein zu belasten. Aber das kann ich doch auch, wenn ich auf Krücken gehe. Und was ist, wenn du stolperst? Wovon man ausgehen muss, so unvernünftig wie du bist. Ich dachte, es ist üblich, Fremde aus dem Raum zu schicken während der Behandlung. Sag mal, wir sind ja wohl keine Fremden. Offen gestanden, Ihre Freunde hier haben mir klargemacht, dass Sie dazu neigen, sich zu viel zuzumuten. Nicht nur sich selbst. Gucken Sie sich mal mein Auto an. Deshalb muss ich darauf bestehen, dass Sie die ersten 14 Tage den Rollstuhl benutzen. Hm? Ja. Ist doch eine Schikane. Besorg dir die Adresse vom guten Sanitärladen und bring ein paar Krücken vorbei. Sag mal, hast du nicht zugehört? Die sind froh, dass sie dich wieder zusammenflicken konnten. Wenn du ausrutschst und dich auf deinem Bein abstützt, dann war alles umsonst. Hör auf, den harten Mann zu spielen und tu, was der Doktor sagt. Hättest du ja alles sparen können. Was rennst du ihm auch hinterher? Das Problem war nicht, dass ich ihm hinterhergerannt bin. Das Problem war, dass die Stufen nass waren und ich ausgerutscht bin. Außerdem hatte ich ja keinen Wagen. Ich musste ja rennen. Ja, weil du ihn vorher zu Schrott gefahren hast. Und wer bezahlt mir das jetzt? Der Wagen ist hin. Georg garantiert nicht. Der liegt flach, da kommt erstmal nichts mehr rein. Oh, wo ist die gute alte Ordnung hin, als noch eine Schwester reinkam und sagte, so, die Besuchszeiten sind zu Ende. Bei uns gibt's keine Besuchszeiten. Leider. Aber wenn Sie wollen, machen wir eine Ausnahme. Das ist mein einziger Lichtblick. Für unsere Patienten tun wir doch alles. Das ist ja wohl unglaublich. Du zerstörst meinen Wagen und darfst dafür einer hübschen Schwester nachstellen? Würde ich ja gern. Aber erstmal muss ich die Schiene absetzen. Die kannst du höchstens von der Steuer absetzen. Georg zahlt doch gar keine Steuern. Ich weiß. Kann es sein, dass ihr meinen zarten Hinweis nicht verstanden habt? Der Patient braucht jetzt Ruhe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, wenn ich nicht erwünscht bin. Also ich finde, es sollte jemand auf ihn aufpassen. Ich hab's verstanden. Ihr könnt jetzt gehen. Tschüss. Tschüss. Hätte ich fast vergessen, dieser Bomber hat sich mehrfach gemeldet, wird langsam ungeduldig. Ich befürchte, er ist nicht interessiert an einem Detektiv, der nicht laufen kann. Aber ich habe ihm schon vorgeschlagen, dass ich das übernehmen könnte. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, und was mit dem Geld für meine Reparatur? Willst du in der Fußgängerzone mit dem Rollstuhl sammeln? Musst du nicht arbeiten? Ich bin im Außendienst, kann mir meine Zeit frei einteilen. Na gut, ruf ihn an. Alles klar. Und mach keinen Mist, ich habe einen Ruf zu verlieren. Das wäre mir neu. Hier, Diagnose Mord. Spitze. Lesen wird dein Leben verändern. Hallo, viel Spaß da drin. Hallo, Georg. Hallo, Anna. Das ist immer eine angenehme Überraschung. Geht's dir denn? Diagnose Mord. Ist es denn so schlimm? Frag lieber nicht. Du kommst ja morgen raus, oder? Ja, hoffentlich. Und da musst du erst mal im Rollstuhl sitzen, haben sie mir gesagt? Ja, lächerlich, oder? Gefällt mir gar nicht, so hilflos zu sein. Du kannst ja die erste Zeit zu mir ziehen. Es wäre doch lustig, wir hätten mal ein bisschen Zeit miteinander. Ohne, dass wir Verbrecher jagen müssen. Ich denk drüber nach, okay? Okay. Soll ich Ihnen was geben? Oder wollen Sie, dass Ihr Bettnachbar als einziger süße Träume hat? Na, wenn Sie was übrig haben. Von der Spritze haben Sie aber nichts gesagt. Haben Sie ein Problem damit? Nee. Die Philosophie unseres Hauses ist, dass sich niemand unnötig quälen muss. Ja. Wie passt das kleine spitze Ding, das Sie in der Hand haben, in Ihre Philosophie? Schwester Maike. Flirten Sie mit mir? Schon möglich. Sie haben Schmerzen und Angst vor der Spritze und trotzdem machen Sie mich an.
was ist denn das für ein Zeug? Tja, damit könnten Sie draußen auf der Straße ordentlich was verdienen. Wollen wir uns nicht ein Fass davon nehmen und uns auf eine einsame Insel zurückziehen? Mein Gott, sind Sie schön. Wollen Sie mich heiraten und den Rest Ihres Lebens mit mir verbringen? Nein, aber diese Nacht verbringe ich mit Ihnen. Jedenfalls ganz in Ihrer Nähe, im Schwesternzimmer. Entschuldigen Sie, dass ich so spät noch anrufe, aber also ich habe da gerade was entdeckt und ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll. Bitte auf, hier so rumzuschreien. Sie wecken ja die ganzen Patienten auf. Ihre Nachtschwester ist gerade überfallen worden. Ich bin die Nachtschwester. Ich meine Maike, Schwester Maike. Die hatte die Spätschicht. Das ist doch jetzt scheißegal. Jemand hat sie angegriffen. Ach ja? Und wo? Da drüben. Das ist unser alter Trakt. Da ist niemand. Außerdem ist Schwester Maike schon lange zu Hause. Das kann doch überhaupt nicht sein. Sie hat mir doch eben erst ein Schmerzmittel gegeben. Alles klar, verstehe. Sie müssen die Polizei rufen. Und Sie müssen schlafen. Sie haben ein ziemlich starkes Schmerzmittel bekommen. Und offensichtlich haben Sie einfach schlecht geträumt. Und wenn Sie die Polizei jetzt nicht rufen, dann mache ich das. Das mit dem Telefon, das lassen wir besser. Es sei denn, Sie wollen sich unbedingt lächerlich machen. Damit hatte ich noch nie Probleme. Ich sag Ihnen, was ich tue. Ich rufe den Sicherheitsdienst an und die sollen da drüben mal nach dem Rechten sehen. Okay? Ja. Und Sie versprechen mir, dass wir jetzt wieder gut schlafen? Ja.
Guten Morgen, Herr Wilsberg. Ich habe mir gerade die Röntgenbilder noch mal angesehen. Sieht gut aus. Wenn Sie vernünftig sind, können Sie demnächst wieder mehr oder weniger große Sprünge machen. Wissen Sie, heute Nacht ist was passiert. Ja, ja, ich habe schon gehört. Sie haben wild geträumt. Vielleicht sollten Sie besser überlegen, was Sie vor dem Einschlafen machen. Ja, möglicherweise. Der Sicherheitsdienst hat nichts gefunden, nehme ich an. So ist es. Und Schwester Maike geht's gut? Davon können Sie ausgehen. Ach, wenn wir gerade beim Ausgehen sind, die Schiene ist da. Ein Mitarbeiter der Firma kommt gleich vorbei und weist Sie ein. Bitte tragen Sie die Schiene auch nachts und denken Sie daran, das Bein darf unter keinen Umständen belastet werden. So, jetzt will ich Ihren Hofstaat nicht länger aufhalten. Sie stehen schon vor der Tür und warten auf Ihre Entlassung. Guten Tag. Alles Gute. Georg, du spinnst. Mensch, ihr kennt mich doch. Eben. Das Zeug, das sie dir gegeben haben, ist morphiumhaltig. Ich habe nachgefragt. Ist ein Wunder, dass du überhaupt wach geworden bist, um nach der Schwester zu klingeln. Und weshalb habe ich dann diesen Dr. Sunke wiedererkannt? Du wirst es nicht glauben, das war der Chirurg, der dich operiert hat. Wahrscheinlich hast du ihn im OP gesehen. Klar, mit dem Mundschutz vorm Gesicht. Glaubst du doch selber nicht. Au! Au! Habt ihr ihn beim Sicherheitsdienst nachgefragt? Ja, die waren drüben und haben nachgesehen. Na und? Da war niemand. Sieh es einfach ein, das Ganze war ein Traum. Hallo, Anna. Hallo. Gut, dass du da bist. Ich hab schon gehört, du hast schlecht geschlafen. Ich finde das ja eine gute Nachricht. Also zumindest ist es keine, die die Polizei interessiert. Verstehe. Die beiden haben schon mit dir gesprochen. Ich dachte immer, die Polizei ist verpflichtet, solchen Hinweisen nachzugehen. Ja, aber nur, wenn die Hinweise von Personen stammen, die alle ihre 7 Sinne beisammen haben. Du willst mir also nicht helfen? Doch, klar, natürlich helfe ich dir. Ich kann dir eine Suppe kochen. Oder lieber einen Kaffee? Ja, ich könnte dir was zu lesen besorgen, aber diesmal ohne Mord. Ich habe den ganzen Laden voller Bücher, ich brauche nichts zu lesen. Ich brauche keine Suppe, ich brauche keinen Kaffee. Ich brauche meine Ruhe. Na, ich hole mal deine Sachen. Ich muss los. Termin mit Bomber. Er sagt, der Typ, der dich abgehängt hat, ist auch der Liebhaber seiner Frau. Der hat mich nicht abgehängt. Na ja, aber gekriegt hast du ihn ja auch nicht. Nee, ich habe mir extra freigenommen. Viele Grüße an Brombach. Wir machen keine Scheidungssachen. Habe ich ihm gleich von Anfang an gesagt. Ist keine Scheidungssache. Brombach ist überzeugt, dass der Liebhaber seine Frau auch derjenige ist, der ihn beklaut. Tschüss. Okay, okay, okay. Ich bin gleich da. Und hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Anna, ich glaube, es ist keine so gute Sache. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich mal ein bisschen für mich bin. Ja, klar. Kann ich verstehen. Und du kommst auch alleine zurecht. Na sicher, Anna. Ich komme schon klar. Gut. Nochmal frage ich nicht. Anna, ich... Oh. Ich, Schon gut. Tschüss. Na? Hast du es geschafft, alle zu vergraulen, alter Meckerkopf? Also, wenn du noch was brauchst, sag's gleich. Ich muss noch fürs Examen büffeln. Soll ich dir was zu essen machen? Danke, ich bin schon krank. Aber du könntest für mich ins Krankenhaus fahren und was rausfinden über diese Schwester. Was für eine Schwester? Na, diese Maike, die heute Nacht überfallen worden ist. Und auch über diesen Sulke, diesen Arzt. Georg, ich muss mich auf meine Klausur vorbereiten. Ach. Ich habe echt Besseres zu tun, als seinen Hirngespinsten nachzujagen. Dann mache ich es eben selbst. Oh. Nein, Quatsch, jetzt ja auch mit dem Mist. Du machst dir den Knie kaputt und ich kann mir die nächsten paar Jahre dein Gejammer anhören. Du bist ja demnächst Juristin, kannst mich ja verklagen. Wenn ich wegen dir durchs Examen rassel, dann bin ich gar nichts. Mensch, Alex, das wäre doch ein Klacks. Du fährst dahin, sagst, bist zufällig in der Stadt, willst eine alte Freundin besuchen, Maike. Dummerweise habe ich ihren Nachnamen vergessen, na so ein Pech aber auch. Nee, ich glaube, auf dem Weg dahin fällt mir bestimmt noch eine bessere Geschichte ein. Alex, du bist ein Schatz. Nee, ich bin blöd. Wahrscheinlich landen wir beide in der Klapse. Tschüss. Und? Eine Frau, so um die 50. Der Gerichtsmediziner vermutet, es wäre eine Obdachlose. Aha, wer hat sie gefunden? Ein Arbeiter.
Und Todesursache? Lässt sich auf den ersten Blick nicht feststellen. Sie ist mindestens 3 Tage tot und nicht hier gestorben. Der Mörder hat ziemlich hässliche Sachen mit ihrem Gesicht angestellt. Vielleicht will er die Identifizierung erschweren. Bei einer Obdachlosen? Station 5. Aufzug, 5. Etage. Danke. Entschuldigung, ich bräuchte eine Vase. Ja, Moment, bitte. Danke. Danke, ich komme schon klar. Entschuldigung, wenn Sie vielleicht doch mit anfassen könnten. Ich habe meinen seligen Mann bis zu seinem Ende gepflegt. Der war auch immer so kratzbürstig wie Sie und wollte sich nicht helfen lassen. Aber Sie gewöhnen sich dran. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern. Darf ich fragen, was Sie da machen? Nein, keine Angst. Ich will Ihnen doch bloß meinen Ausweis zeigen. Eckhard Thalkötter, Finanzamt Münster, Steuerprüfung. Eine Frage. Ihr Nachbar Herr Brombach, hat er in letzter Zeit große Anschaffungen gemacht? Auffällig viel Geld ausgegeben. Sie überwachen die Leute jetzt schon? Ja, ja. Das ist die pure Verzweiflung. Der Staat braucht Geld. Jetzt muss ich sagen. Die schmeißen tatsächlich ziemlich viel Geld raus. Er hat sich gerade erst wieder einen neuen Wagen gekauft. Tut mir leid, ich muss los. Kein Wort zu den Nachbarn.
Georg, wo bist denn du? Ich bin hier. Wie bist du da durchgekommen? Also Frage der Geschicklichkeit. War doch nicht nötig. Und? Also die Schwester heißt Maike Söderbaum. Hast du mit ihr gesprochen? Nein, die ist seit heute im Urlaub. Findest du es nicht seltsam? Nein, ich finde es seltsam, dass ich nie Urlaub habe. Schließlich bin ich hier bei dir angestellt. Da steht mir Urlaub zu. Alex, die übliche Reihenfolge ist erst Arbeit, dann Urlaub. Sehr komisch. Also, was weißt du über diesen Sulke? Nur, dass er nicht sehr beliebt ist. Launisch, zu pingelig, nervt eben die Schwestern. Na, ich meinte eher, ob er Dreck am Stecken hat. Woher soll ich denn das wissen? Weshalb bist du denn überhaupt hingefahren? Ja, weil du gesagt hast, ich soll da hinfahren. Na, jedenfalls wohnt er halt direkt um die Ecke. Kördestraße. Weißt du, Georg, es macht echt Spaß, für dich was rauszukriegen. Ist was? Na, ich habe nebenan die offene Schachtel gesehen. Du hast die Tabletten genommen, oder? Mensch, das ist echt hartes Zeug. Sag mal, hast du nicht irgendwas zu tun? Fürs Examen lernen oder was ähnlich Sinnvolles? Allerdings. Ich fahre jetzt bei mir vorbei und hole meine Sachen her. Wieso das denn? Ja, ich dachte, du brauchst vielleicht meine Hilfe. Mein Telefon kann ich mir selber verstecken. Wenn ich Hunger habe, dann bestelle ich mir eine Pizza. Die Nummer hast du ja freundlicherweise schon rausgesucht. Außerdem hast du mir was übrig gelassen. Ich liebe es, verwöhnt zu werden. Ja, dann viel Spaß. Das ist übrigens mein Zweithandy. Also, wenn du irgendwas brauchst oder ein Problem hast, ruf mich bitte an, ja? Tschüss. Ich bin aber platt. Ich habe mir gedacht, ich komme auf dein Angebot zurück. So, und wo sind deine Sachen? Ist gar nicht so einfach, allein an Koffer oder Taschen zu kommen. Liegen alle bei mir oben auf dem Schrank. Willst du damit sagen, dass die dich alleine gelassen haben? Ja, Ecki musste zur Arbeit und Alex wollte fürs Examen lernen. Aha. Das kannst du doch auch bei dir. Sie hängt doch sonst immer bei dir rum. Also denen werde ich was erzählen. Vergiss es. Ich habe sowieso keine große Lust, bemuttert zu werden. Wozu bist du denn hier? Na ja, ich dachte, es wäre vielleicht eine ganz schöne Idee, ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen. Oh. Weißt du, meistens streiten wir uns ja über irgendwelche Fälle, aus denen ich mich deiner Meinung nach raushalten soll. Ich kann aber keinen Urlaub nehmen, sage ich dir gleich. Wir stecken mitten in den Ermittlungen. Ist ja auch nicht nötig, ich bin ja nicht krank, ich bin nur ein bisschen eingeschränkt. Dazu könnte ich jetzt was sagen, aber das verkneife ich mir. Ich mache uns Kaffee.
Gefällt dir das? Ich wusste gar nicht, dass du was für Antiquitäten übrig hast. Hat meinem Vater gehört. Ich kann mich nicht davon trennen. Ich frage mich, was die Frau beruflich macht, so wie die trainiert. Kannst du mir sagen, warum ich dich nicht auf der Stelle rausschmeiße? Weil du von meinem unglaublichen Charme überwältigt bist. Zu suchen, Arschloch. Hörst du auf Ersatzteile? Nein, Quatsch. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Nein, du siehst aus wie ein verdammter Spanner. Unsinn, ich bin vom Finanzamt. Da ist mir ein Spanner ja noch lieber. Weißt du, wie lange ich nicht mehr gekocht habe? Aber für einen alleine macht es auch keinen Spaß. Was ist eigentlich mit deiner Arbeit? Du hast doch gesagt, du kannst dir keinen Urlaub nehmen. Stimmt, aber heute habe ich freigenommen. Overbeck ist gebrieft und kommt nachher und erstattet Bericht. Ich habe gesagt, um 5. Um 5 habe ich gesagt. Ist er hier? Guten Tag. Ja, ist hier. Darf ich reinkommen? Danke. Wusste ich doch. Hausmannskost. Das ist keine Hausmannskost. Das ist ein Rezept von Jamie Oliver. Du hast nichts dagegen, wenn wir essen. Nee, nicht die Bohne. Hättest du keinen abgebrochen, wenn du mir eine Nachricht hinterlassen hättest. Zum Glück lag dein Adressbuch aufgeschlagen auf dem Tresen. Tja, was für ein Glück. Overbeck. Ich frag lieber nicht. Er ist im Wohnzimmer. Danke. Danke, ist nett. Ich glaube nicht, dass ich was essen kann. Was ist mit dir passiert? Ich hatte eine Auseinandersetzung mit dem Automechaniker. Ist der einzige Grund, warum ich nur Fahrrad fahre. Du fährst gar kein Fahrrad. Du hast entweder Rollstuhl oder gepumpte Autos. Tut mir leid, ich bin zu früh. Riecht lecker hier. Was macht denn der hier? Ich wusste nicht, dass ich Sie fragen muss, wen ich einlade. Kommen Sie. Was war denn jetzt wirklich? Der Typ dachte, ich bin Spanner, weil ich Fotos gemacht habe. So was passiert. Hast du wenigstens die Fotos noch? Ja, aber Brombach wird nicht begeistert sein. Wieso? Weil da nicht Brombachs Frau drauf ist, sondern Brombach selbst zusammen mit seiner Sekretärin. Was? Ja, ich bin leider dem falschen Wagen nachgefahren. Ich denke, er wollte seiner Frau was anhängen, weil er selbst ein schlechtes Gewissen hat. Zahlen muss er trotzdem. Wenn er dir den Auftrag gegeben hat, dann muss er dich bezahlen. Das ist ein mündlicher Vertrag. Alex, spar dir das fürs Examen. Und ist denn eigentlich deine letzte Klausur? Morgen. Wenigstens bist du jetzt versorgt. Dann kann ich mich voll und ganz auf mein Examen konzentrieren. Du lebst ja hier wie die Made im Speck. Und außerdem bist du ja auch um die Ecke von diesem Sulke. Und wenn du Lust hast, dann kannst du... Nein. Scheiße. Du hast dich hier eingenistet, um diesen Sulke zu bespitzeln. Alex, geh da weg. Und du hast es ihr nicht gesagt, oder? Um was geht's denn? Und sie glaubt, du bist ihretwegen hier. Sie kocht für dich und bringt dir Kuchen und das ganze Programm und du hast ihr nichts gesagt. Oh, oh. Das gibt Ärger. Aber nur, wenn ihr weiter rumhängt und blödes Zeug redet. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin eine Frau.
Und wenn sie das rauskriegt, dann redet sie für den Rest ihres Lebens kein Wort mehr mit dir. Und sie hat recht. Hättet ihr mir gleich geholfen, statt mich hängen zu lassen, dann wäre das alles hier nicht nötig gewesen. Passt auf. Ich habe diesen Sulke belauscht. Der hat eindeutig Dreck am Stecken. Entschuldigung, dass ich dich das frage, aber es ist rein professionelles Interesse. Wie hast du den denn belauscht? Bist du mit einem Rollstuhl neben ihm hergefahren? Ecki, das ist nicht witzig. Diese Krankenschwester ist letzte Nacht ermordet worden. Versuch rauszufinden, was ihre Verwandten oder Freunde über ihre Urlaubspläne wissen. Versuch rauszufinden, wo sie gebucht hat. Und du versuch, was über den Sulke rauszufinden und das Krankenhaus, in dem er arbeitet. Oh, das gibt nur Ärger und davon hatte ich heute schon genug. Im Krankenhaus wird dich schon keiner schlagen und wenn, dann kannst du dich da auch gleich verarzten lassen. Ich habe letzte Nacht nicht geträumt. Ich bild mir das auch nicht ein. Dieser Sulke hat diese Schwester umgebracht. In ein paar Tagen sind die Spuren kalt, dann kommt er damit durch. Dann wird ihm keiner mehr was nachweisen können. Hat's geschmeckt? Ja, war spitze. Ja, da bin ich aber froh. Danke sehr, nett. Tschüss. Tschüss, und lass mich nicht im Stich. Springer. War ja schon öfter bei der Chefin zu Besuch. Deswegen weiß ich, dass sie alte Sachen sammelt. Aber bisher war das Zeug wenigstens intakt. Schöne Aussicht. Sieht nicht so aus, als ob man sie wieder hinbekommt. Oberbeck, lassen Sie das. Die haben jemanden gefunden, der die Leiche identifizieren kann. Hausmannskost. Was denn für eine Leiche? Keine verschwundene Krankenschwester, falls es das ist, was dir durch den Kopf geistert. Guck mal, hier ist was zu lesen. Hier was zur Unterhaltung. Tut mir leid, dass es so hektisch war. Ich hoffe, wir kriegen mal einen Moment der Ruhe. Hast du noch mehr so Zeitungen? Die aktuellen liegen da auf dem Tisch im Wohnzimmer. Und die anderen im Altpapier in der Küche. Ja, das ist Ida. Die Narbe da am Hals hat sie von Paul. Hat ja eins mit der Glasscherbe verpasst. Hatte sie denn öfter Streit mit diesem Paul? Ja. Okay. Könnte dieser Paul ihr Gesicht so zugerichtet haben? Nee, Paul ist schon seit 2 Jahren über den Jordan. Die Narbe ist alt. Hat sie denn niemand vermisst? Doch. Aber wir haben gedacht, sie hat was Besseres zum Pennen gefunden. Wer kann uns denn genauere Auskünfte geben? Vielleicht einer von den Sozialfuzzis. Da ist sie immerhin zum Superessen. Wo genau? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin da nie mit hin. Die texten einen da bloß zu und wollen einen irgendwo unterbringen. Außerdem hat sie von dem Zeug bloß Magenschmerzen gekriegt. Danke, Sie haben uns sehr geholfen. Sie dürfen gehen. Das mit den Magenschmerzen kommt hin. Der Gerichtsmediziner sagt, dass sie eine Magenperforation hatte und daran gestorben ist. Jetzt sagen Sie mir doch mal, warum jemand die Identifizierung einer Person verhindern will, die eines ganz natürlichen Todes gestorben ist. Fragen Sie mich was Leichteres. Auf jeden Fall sind ihr die Verletzungen lange nach ihrem Tod beigebracht worden. Das ist höchstens Störung der Totenruhe, aber kein Mord. Das heißt, wir sind eigentlich nicht zuständig.
Lassen Sie trotzdem ein Foto von ihr machen. Und schicken Sie ein paar Beamte zu den Sozialstationen. Was machst denn du da? Ich hatte ein Problem im Rollstuhl und ich dachte, ich könnte das beheben. Im Dunkeln. Was schleißt dich auch so an? Ich hab gedacht, du schläfst. Schlafen ist vielleicht eine ganz gute Idee. Nein, ich will nur von Ihnen wissen, ob Ihnen jemand gefolgt ist, als Sie zu mir gekommen sind. Ich bin nicht hysterisch. Ich bin mir ganz sicher, dass mich jemand beobachtet. Ja. Wie sind meine Klamotten hierher gekommen? Alex hat sie gebracht, während du im Bad warst. Ich glaube, sie wollte mit uns frühstücken. Ich fand das keine so gute Idee. Guck mich nicht so an. Ich habe sie nicht drum gebeten. Anna, meine Hände sind in Ordnung. Ich kann mir mein Brötchen selber machen. Ich wollte nur nett sein. Wie hast du denn geschlafen? Ich müsste lügen. Die Schiene bringt mich um. Was ist denn? Ich warte darauf, dass es klingelt. Mein Handy oder an der Tür. Oder dass irgendwas passiert, was immer passiert, wenn ich in Ruhe mit dir reden will. Aber sag mal, hast du mal darüber nachgedacht, was du machst, wenn du zu alt bist, um Gaunern hinterherzulaufen? Anna, ich bin alt. Naja, ich habe ja noch meine Bücher. Die zahlen zwar nicht die Miete, aber immerhin geht mir die Lektüre nicht aus. Hm. Kannst ja ab und zu mal vorbeikommen, die eins ausleihen. Das ist alles, was übrig bleibt. Eine Handvoll Bücher. 5190. Ja, wir können die zusammen lesen und unsere Gedanken austauschen. Wir können aber auch die Bücher Bücher sein lassen und mal schwufen gehen. Schwufen? Du warst überhaupt noch nie schwufen. Und wenn ich Lust darauf habe, dann suche ich mir jemanden, der beim Treppen runterlaufen sich nicht die Nase bricht. Ach, geschickt. Gut abgelenkt. Du hattest wohl Angst, ich würde dir vorschlagen, wir sollten zusammenziehen? Nein. Ich hatte eher befürchtet, dass du das mit dem Schwurfen ernst nimmst. Aber mal im Ernst, Georg.
Sollten wir nicht vielleicht überlegen, ob wir... Springer. Nein, Overbeck, Sie stören nicht. Ich komme. Tut mir leid, aber wir können ja ein andermal weiterreden. Ach, lässt du mir einen Schlüssel da? Wozu? Du kommst ja eh nicht raus. Die Lokalredaktion, bitte. Hannes, hier ist Georg. Ich brauche deine Hilfe. Hubertus von Freien. Klingelt da was bei dir? Ja, jede Menge Alarmglocken. Das ist beste Gesellschaft. Und du bist ein Rüpel. Das gibt in der Regel Ärger. Und vielleicht kommt aber auch ein Spitzenartikel dabei raus. Also, was hat der ausgefressen? Ich wüsste gern, ob er in letzter Zeit krank war oder noch ist. Dafür holst du mich aus der Redaktionskonferenz? Naja, ich brauchte auch noch jemand, der mich auf ein Frühstück einlädt. Und da dachte ich, ich kann das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Also, von Brein ist vor einem halben Jahr operiert worden. Ich weiß es, weil wir von einem Wohltätigkeitsball berichtet haben und seine Frau war bis zum Ende da. Na und? Normalerweise muss sie ihren Kerl nach der Hälfte der Zeit nach Hause bringen, weil dann ist er besoffen und wird ausfahren. Tut er das immer noch? Ich meine, säuft er immer noch? Nee, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, war der in der Entzugsklinik? Das wäre auf jeden Fall eine Nachricht wert. Das ist genau das, was ich gerne wüsste. Also in welcher Klinik er war. Ich vermute die Borgward-Klinik. Seit wann machen die Entzug? Wenn ich das wüsste, dann bräuchte ich keine Hilfe. Was hast du vor? Was machst du, wenn du Äpfel pflücken willst, aber keine Leiter hast? Schüttel den Baum und hoffe, dass welche runterfallen. Genau das habe ich vor. Dann schüttel mal los. Dein Freund von Prein hat heute eine Benefizveranstaltung. Gleich hier um die Ecke. Das ist doch menschenverachtend. Sie geben vor, uns zu helfen, aber in Wirklichkeit sperren Sie uns aus. Wenn die Herrschaften ihr Geld loswerden wollen, dann unterschreiben Sie einfach ein paar Schecks, aber hören Sie verdammt noch mal auf, sich selbst dafür zu feiern. Haben Sie sich verfahren? Ich glaube nicht, dass Sie dazugehören. Ich war eigentlich auf dem Weg zu meinem Arzt, aber der war nicht da. Da kam mir die Idee, Sie zu fragen, ob Sie vielleicht wissen, wo er ist. Sulke, Dr. Sulke, sagt Ihnen das was? Nein, ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Ich kann ja auch mal die Presse fragen. Wir können ja einen kleinen Aufruf starten. Was wollen Sie? Ich will wissen, ob Ihnen klar ist, worauf Sie sich da eingelassen haben. Wovon reden Sie? Ich rede von Mord. Ich denke, Sie sind betrunken und sollten jetzt besser gehen. Wohin? Zu Ihrer Frau? Oder zur Polizei und denen sagen, dass ich Sie gestern mit Sulke zusammen gesehen habe? Dr. Sulke hat mich operiert. Ich war bei ihm, um mich zu bedanken. Ich denke nicht, dass das kriminell ist. Nach einem halben Jahr? Das ist zumindest kriminell undankbar. Und besonders dankbar sahen Sie gestern auch nicht aus. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig bin. Und wenn Sie jetzt nicht von alleine verschwinden, dann schieb ich Sie. Danke. Ich kenne ja den Weg. Meine Kollegen haben gesagt, Sie kennen die Frau. Naja, die Narbe. Aber das ist definitiv Ida. Sie kommt regelmäßig zu uns, um sich ihre Suppe abzuholen. Und das hat Sie nicht gewundert, dass sie in letzter Zeit nicht aufgetaucht ist? Doch. Aber sie war krank. Ziemlich krank. Also habe ich angenommen, dass sie stationär behandelt wird. Zumindest habe ich das gehofft. Ob sie in ein Krankenhaus gegangen ist und wenn ja, in welches, das wissen Sie nicht. Nein. Danke. Overbeck, geben Sie eine Beschreibung der Person an die Notaufnahmen aller Krankenhäuser.
Danke. Danke fürs Fahren. Kein Problem. Immer gern. Und? Fit für die Klausur? Oh, frag lieber nicht. Ich gehe dann mal wieder recherchieren. Okay. Ecki. Was ist? Irgendwas stimmt da nicht. Was will der denn in der Wohnung? Ja, was wohl? Sulke beobachten. Ach, das will er von da aus groß sehen. Ja, stimmt. Detektivarbeit auf Entfernung bringt nichts. Habe ich ja gestern selbst bemerkt. Wenn er was rauskriegen will, muss er an diesen Sulke rankommen. Du glaubst, er will bei Sulke einbrechen? Ja, davon gehe ich aus. Aber das ist illegal. Ja, außerdem sitzt er im Rollstuhl. Wir müssen ihn warnen. Alex, jetzt nicht. Ja, weißt du, wo du bist. Du musst da raus. Sulke ist auf dem Weg nach oben. Ja? Scheiße. Ist der blöde? Was macht denn der da? Wir müssen da runter. Was tun Sie denn hier? Tut mir leid, dass wir dieses überfallen, aber es geht um Herrn Wilsberg. Ah. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt, Ihr Herr Wilsberg? Ja, also er benimmt sich seltsam. Also ich meine, eigentlich benimmt er sich schon immer seltsam, aber diesmal benimmt er sich extrem seltsam und ja, das macht mir irgendwie Sorgen. Oh. Wenn Herr Wilsberg irgendwelchen Unsinn macht, dann könnte er sich vielleicht damit rausreden, dass er es unter dem Einfluss Ihrer Medikamente gemacht hat. Das ist ja absurd. Sollte Herr Wilsberg wirklich Probleme mit seiner Medikation haben, dann soll er in das Krankenhaus fahren, wo man ihm die Tabletten gegeben hat. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Sie das Problem haben.
So, Ihr Freund scheint einen Schutzengel gehabt zu haben. Sieht nicht so aus, als wenn er sich was gebrochen hätte. Haben Sie eine Ahnung, was er hier wollte? Mit Ihnen reden wahrscheinlich. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er ziemlich durch den Wind ist. Er hat irgendwas gesehen und das lässt ihn nicht mehr los. Patienten sehen eine Menge, wenn sie unter Medikamenteneinfluss stehen. Gefährlich wird es erst, wenn sie daran glauben und Gerüchte in die Welt setzen. Ich begreife nicht, warum das so lange dauert. Vielleicht hat er seine Versicherung nicht bezahlt. Entschuldigung. Ich drehe noch durch. Das wird schon. Es wird schon. Man kriegt dir aber auch nichts gesagt. Das ist die völlige Nachrichtensperre. Also, er hat keine Schädelverletzung und auch sonst keine Brüche. Wir müssen ihn aber trotzdem für ein paar Tage zur Beobachtung hier behalten. Es könnte immer noch zu Komplikationen kommen. Ja, dann können wir zu ihm. Tut mir leid, aber er schläft gerade. Er braucht dringend Ruhe. Sie sollten nach Hause gehen. Wir warten. Hallo, Herr Wilsberg. Sie haben ja ziemliches Glück gehabt, wenn man bedenkt, wie tief Sie gefallen sind. Was mit dem Bein? Die Schiene hat das meiste abgefangen. Wie lange war ich denn bewusstlos? Was soll denn das? Wir wollen nur sicher gehen, dass Sie nicht wieder stürzen. Was ist da drin? Was zum Einschlafen. Bettruhe ist jetzt das Allerwichtigste. Hören Sie auch mit dem Theater. Was haben Sie vor? Bei mir einen Herzinfarkt vortäuschen und allen erzählen, ich bin im Urlaub? Nur, dass Sie nett eingeschlummert sind. Was denn sonst? Hallo, Herr Wilsberg. Na, das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich Sie so schnell wiedersehe. Aua. Gleich kommt der Doktor wieder und dann gibt es was gegen die Schmerzen und zum Schlafen. Hm? Ich habe keine Schmerzen. Sie müssen mir helfen. Ich habe was über einen Ihrer Ärzte rausgefunden. Jetzt will er mich umbringen. Sie müssen die Polizei rufen. Ja, sicher. Sie verstehen mich nicht. Dieser Arzt will mich umbringen. Dr. Suhlke, ich weiß. Er hat mir erzählt, dass Sie ihn für einen Mörder halten. Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie diesem Mann verdanken? Und nicht nur Sie, eine Menge Patienten. Er ist ein großartiger Arzt und was immer Sie mir erzählen wollen, ich will es gar nicht hören. Sie müssen mir aber glauben. Gucken Sie in meiner Tasche nach, da ist eine Visitenkarte drin. Und da steht drauf, dass Sie Privatdetektiv sind. Genau. Das weiß ich auch schon. Das haben mir Ihre Freunde erzählt. Rühren daher die obstrusen Theorien? Hm? Meine Freunde sind die da. Ich muss mit denen reden. Herr Wilsberg, Sie können keinen Besuch empfangen. Sie brauchen Ruhe. Jetzt gehen Sie nicht weg, bleiben Sie hier. Machen Sie mich wenigstens los. Also, Sie machen es einem wirklich nicht leicht, Herr Wilsberg. Also, meine Klausur werde ich morgen verhauen. So viel steht fest. Geh doch schon mal nach Hause. Ich bleib hier. Auf keinen Fall. Ich will zu Georg. Meinst du, wir sollten noch mal nachfragen? Ich hab der Schwester gesagt, was wir vorhaben. Wenn mir was passiert, dann wird sie sich dran erinnern. Herr Wilsberg, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie haben ja inzwischen einen gewissen Ruf. Das Einzige, an was man sich erinnern wird, ist, dass Sie sich überanstrengt haben, statt das zu tun, was wir Ihnen gesagt haben. So, ich tue das jetzt wirklich nicht gern. Denn ich bin kein Krimineller, auch wenn Sie das glauben. Das lässt sich doch alles nachweisen. Das ist nur ein starkes Beruhigungsmittel. Intramuskulär wirkt es lediglich, als wenn Sie schlafen würden, aber intravenös führt es zum Herzstillstand. Es tut nicht weh. Sie können da nicht rein. Der Patient ist unser Freund und wartet bestimmt aber schon auf er ist uns. In unserer Obhut. Und wenn ihm was passiert, dann werden wir zur Verantwortung gezogen. Wir wollen einfach nur sehen. Alex! Ich muss lernen, das kann ich
mich nicht, wenn ich ihr Sorgen mache. Was ist denn hier los? Ich kann Sie einfach nicht davon überzeugen, dass der Patient Ruhe benötigt. Ich kann da jetzt nicht reingehen, da kann ich auch nichts damit sagen. Wir wollen ihn einfach nur sehen. Der Herr Wilsberg, der hat wirklich Glück gehabt, aber jetzt muss er sich ausruhen. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal die Röntgenbilder. Da sehen Sie, dass alles in bester Ordnung ist. So, hier können Sie es selber sehen. Sehen Sie, es sind keine Anzeichen für eine Fraktur erkennbar. Der Befund ist wirklich in jeder Hinsicht negativ. Und die Wunde sieht optisch viel schlimmer aus, als sie ist. Oh. Und warum können wir ihn nicht sehen? Ich weiß ja. Patienten brauchen ihre Freunde, aber der Herr Wilsberg ist gerade eingeschlafen. Kommen Sie doch heute Abend wieder, da ist er sicher munterer. Ja, aber was spricht denn gegen jetzt? Wir wollen ihn ja nur kurz sehen, dann sind wir beruhigt. Ich kann Ihre Beunruhigung ja verstehen. Aber denken Sie mal darüber nach, was für Herrn Wilsberg besser ist und nicht für Ihre Nerven. Aber wenn... Okay, wahrscheinlich haben Sie recht. Tschüss. Er hat sich wohl entschlossen zu gehen. Kassenpatient. Die sparen ja, wo sie können. Sollte Ihr Freund das Gebäude verlassen haben, dann gilt das rechtlich als Abbruch der Behandlung auf eigene Verantwortung. Die Klinik ist dann für etwaige Schäden nicht haftbar zu machen. Und diese Schäden, die wird es geben. Was wollen Sie damit sagen? Dass Ihr Freund im Moment nicht nur sein Bein, sondern auch seinen Kreislauf überlastet. Es ist ziemlich sicher, dass er zusammenbricht. Wie kann ein Patient, der nicht laufen kann, von dieser Station spazieren, ohne dass es jemand merkt? Wir sind hier ein Krankenhaus und kein Gefängnis. Und noch eins zu Ihrem Freund. Sollte er weiter solche Unwahrheiten verbreiten, dann zeige ich ihn an. So, jetzt habe ich zu arbeiten. Wann kommt er nicht vorbei? Die halten die Augen offen. Gut. Wir müssen ihn unbedingt finden. Was meinst du, was das für einen Ärger gibt? Wahrheit. Sag mal, jetzt fängst du auch noch damit an. Ich arbeite beim Finanzamt. Wir haben ständig mit Leuten zu tun, die lügen. Der Typ lügt. Und was sollen wir jetzt machen? Wir müssen Georg finden. Hallo, Georg. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber Georg, ich habe eine gute Nachricht. Wir haben da was rausgefunden. Was machen Sie denn da? Das frage ich Sie. Mich hat plötzlich jemand gepackt und hier reingeschoben. Sehe ich etwa so aus, als müsste ich gewaschen werden? Und was machen wir jetzt? Wenn Sie mich nach Hause fahren, werde ich von der Anzeige absehen. Du nicht. Du hast mich zu Tode erschreckt. Du mich auch.
Auf die Idee, mir eine Nachricht zu hinterlassen, kommst du ja nicht. Tut mir leid, war ein bisschen schwierig. Ich war kurzzeitig indisponiert. Was ist passiert? Warum bist du abgehauen? Ich habe was falsch gemacht. Es lag nicht an dir, wirklich nicht. Was hast du denn da angestellt? Bin die Treppe runtergefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Zeug pfundweise schlucken soll. Geh zum Arzt. Gutes Thema. Darüber würde ich gern mit dir reden. Aber lass mich erst auf dem Revier anrufen, damit die nicht mehr nach dir zu suchen brauchen. Ich habe mein Handy vergessen. Wo ist denn dein Telefon? Im Laden. Ihr habt echt nach mir gesucht? Das war eher eine Fahndung. Wir haben nämlich was rausgekriegt. Schnell, was habt ihr rausgefunden? Du hast vollkommen recht. Es hat nicht das Geringste mit mir zu tun. Es tut mir leid. Du hast mich nur benutzt, um diesen Arzt zu überwachen. Der hat einen Mord begangen vor meinen Augen. Der ist in irgendwas verstrickt und ich glaube, ich weiß jetzt auch, worin. Glaubst du im Ernst, dass mich das interessiert? Ich dachte, das ist dein Job. Es geht hier nicht um meinen Job. Anna, ich weiß, wir waren nicht immer einer Meinung. Aber wenn ich bei dir angekommen bin, dann hatte das meistens Hand und Fuß. Ich bin doch nicht verrückt. Ich weiß doch, was ich sehe. Das mag schon sein, aber du siehst nur das, was du sehen willst. Was ist denn los? Nichts. Also ich kenne sie schon echt lange, aber ich habe sie noch nie weinen sehen. Vielleicht hat sie was im Auge gehabt. Leute, es geht um Mord. M-O-R-D. Begreift ihr das nicht? Sag mal, du hast gerade eine gute Freundin verletzt. Allerdings glaube ich nicht mal mehr, dass sie noch eine ist. Begreifst du das? Ja, ich weiß, aber das kann man reparieren. Hoffe ich jedenfalls. Die Krankenschwester ist tot. Das kann man nicht reparieren. Wollt ihr ernsthaft, dass Sulke damit durchkommt? Sie sind es. Was soll denn das? Sind Sie verrückt geworden? Das frage ich Sie, Doktor. Dieser Wilsberg ist bei mir aufgetaucht und hat mir gedroht. Der Wilsberg, der weiß doch nichts. Der bellt nur. Und warum schnüffelt dann plötzlich so ein Fritzi von der Presse hinter mir her? Glauben Sie mir, passt das. Aber ich habe das alles unter Kontrolle. Sie haben überhaupt nichts unter Kontrolle. Dabei sind Sie es, der alles zu verlieren hat. Seine Approbation und seine Freiheit. Also, bringen Sie das in Ordnung. Drogen. Ja und? Das ist doch schließlich ein Krankenhaus. Aber die werfen da mit dem Zeug nur so um sich. Ich habe mich ganz bewusst für diese Klinik entschieden, weil in dem Ruf steht, ihre Patienten nicht unnötig leiden zu lassen. Also wenn der Sulke den Mord wirklich begangen hat, dann ist das ein guter Witz. Kann ich im Moment gar nicht komisch finden. Vielleicht stimmt ja auch irgendwas mit dem Zeug nicht, was die da spritzen. Und die Schwester hat's rausbekommen. Fühlst du dich irgendwie seltsam? Allerdings. Das ist ja auch kein Wunder nach letzter Nacht. Aber ist auch egal, soll die Polizei rausfinden. Was wir brauchen, ist ein Beweis, der Anna davon überzeugt, dass überhaupt ein Verbrechen vorliegt. Na, so sauer wie die ist, muss das schon ein ziemlich handfester Beweis sein. Ja, na und? Hast du schon irgendeine Idee, wie wir den kriegen können? Geht noch mal in dieses Krankenhaus und guckt euch den stillgelegten Trakt an. Ich habe morgen früh meine Klausur. Auch wenn ihr nicht weiß, was ich da eigentlich noch soll. Mensch, dann geht eben nach der Klausur hin. Sulke hatte nicht viel Zeit. Er ist zwar Arzt und kennt sich mit Blut aus, aber den meisten Menschen ist gar nicht klar, wie schwer es ist, Blutspuren zu beseitigen. Chemolumineszenz. Zum Beispiel. Was? Wasserstoffperoxid und Luminol. Damit lassen sich geringste Mengen Blut nachweisen. Ecki, ich glaube, du hast den ersten Teil nicht ganz mitbekommen. Der Trakt ist stillgelegt und verschlossen und Georg möchte gern das wieder einbrechen. Ach. Ich meine, wir können uns auch ein bisschen was von seinem Zeug einwerfen. Dann ist es uns wahrscheinlich total egal. Alex, das ist nicht witzig. Sulke hat Angst und das spürt man ganz genau. Ja, dazu hat er auch allen Grund. Ich habe mir nämlich seine Finanzen angesehen. Ach.
Dafür hat sich eindeutig übernommen. Bis vor einem Jahr, da wurde seine finanzielle Situation plötzlich besser. Es riecht ja geradezu nach nicht angemeldeten Nebeneinkünften. Nur weil einer das Finanzamt betrügt, ist er noch lange kein Mörder. Alex, tu einfach so, als müsstest du beweisen, dass ich spinne. Dafür brauche ich keinen Beweis mehr. Ich fahre mal nach Hause, um zu retten, was noch zu retten ist. Ja. Ich fahre dich. Kommst du alleine zurecht? Klar, ich bleib hier sitzen und kümmere mich um mein lädiertes Bein. Können wir auch sicher sein, dass du nicht wieder irgendeinen Mist baust? Ja. Ohne Beweise irgendwelche Leute belästigst? Tschüss! Was machen Sie denn hier? Ich hab mir gedacht, ich mach Hausbesuch mal andersrum. Na, dann sollten Sie aber besser einen Arzt aufsuchen, anstatt eine Schwester. Manchmal wissen Schwestern einfach besser Bescheid. Vor allem, wenn es ums Zwischenmenschliche geht. Was können Sie mir über Dr. Sulke sagen? Ach, Herr Wilsberg, Sie geben wohl nie auf. Halten Sie es für möglich, dass Dr. Sulke Medikamentenbestände manipuliert hat und dass Schwester Maike Wind davon bekommen hat? Und dass er Sie deshalb nachts getroffen hat? Zum Beispiel. Das kann schon sein, dass Sie sich getroffen haben. Aber im Leben ist nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Dr. Sulke und Maike waren ein Paar. Wie waren? Ja, soweit ich weiß, sind die beiden im Streit auseinander. Der, den Sie wahrscheinlich beobachtet haben. Und warum haben Sie mir das nicht gleich erzählt? Dr. Sulke hat es geheim gehalten. Er wollte nicht, dass man sich das Maul darüber zerreißt. Wo ist denn Schwester Maike jetzt? Das weiß ich doch nicht. Sie hat von einem gemeinsamen Urlaub gesprochen. Wahrscheinlich ist sie alleine gefahren. Was würden Sie denn machen, wenn Ihre Liebe zerbricht? Ich bin schon froh, wenn meine Knochen nicht zerbrechen. Alles in Ordnung? Ja, sicher. Versuchen Sie mal, was über diesen Sulke herauszufinden. Polas Abfrage, das volle Programm. Und finden Sie irgendjemanden, der weiß, wo die Krankenschwester hingefahren ist. Die muss doch aufzutreiben sein. Aber gestern haben Sie noch gesagt... Ich weiß, was ich gestern gesagt habe. Machen Sie doch einfach, was ich Ihnen sage. Was Sie sagen oder was Wilsberg sagt? Vorsicht, Overbeck, ich habe schlecht geschlafen. Ich würde nur gern verstehen, nach was wir suchen. Wir suchen nach einer Möglichkeit, nicht wie die kompletten Vollidioten dazustehen, wenn irgendwann Georg Wilsberg hier auftaucht und uns einen gelösten Fall präsentiert, von dem wir gar nicht wussten, dass es ihn gibt. Wilsberg ist doch nicht mehr in der Lage, seine Schnürsenkel selber zu lösen. Wo bleibst du denn? Ich habe zwischen Tür und Angel versucht, meinen Juraabschluss zu machen. Entschuldige, dass es deinen Zeitplan durcheinander gebracht hat. Wie siehst du überhaupt aus? Unauffällig. Also, wenn der Sicherheitsdienst kommt... Könnte ich behaupten, dass es sich um eine Betriebsprüfung handelt. Ich denke aber nicht, dass Sie mir das glauben. Mir ist gerade was klar geworden. Wenn man vorbestraft ist, kann man nicht als Jurist arbeiten. Ich hätte mir die Klausur schenken können. Du hast Sorgen. Ja, stimmt. Ich habe jede Menge Sorgen. Nur leider sind es nicht meine, sondern die von Georg. Und diesmal ist es ganz besonders schlimm. Meinst du, dass Paranoia ansteckend ist? Gestern einen Bericht über einen Verkehrsunfall gemacht. 4 Tote und jeder von denen sah besser aus als du. Freut mich auch, dich zu sehen. Das Vergnügen ist ganz auf deiner Seite. Was hast du denn rausgefunden? Von Prein war tatsächlich in der Borgward-Klinik. Aber nicht zum Entzug, der ist da operiert worden. Ich habe den Verdacht, dass es da um illegale Drogengeschäfte geht. Kein schlechter Riecher. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Drogenmissbrauch unter Medizinern. Ein Patient behauptet steif und fest, dass die Schmerzmittel, die sie ihm gespritzt haben, verdünnt waren. Die haben den zum Hypochonder abgestempelt, aber mir kam der Typ völlig normal. Verdünnte Schmerzmittel? Was soll denn daran Geschäft sein? Ich komme mir vor wie bei CSI Bielefeld. An deiner Stelle würde ich ein bisschen weggehen. Das Zeug ist leider etwas instabil.
Papi, was meinst du mit instabil? Wie soll ich denn das wissen? Die Anleitung stammt aus dem Internet. So. Ab jetzt ist das Zeug ungefährlich. Steht hier jedenfalls. Spannend. Ja, finde ich auch. Mist, da kommt einer. Pack das Zeug weg. Rechne mal nach. Wenn du pro Tag 20 Ampullen spritzt und verdünnst die zur Hälfte mit Kochsalzlösung, hast du schon mal 10 Ampullen zum Verscheuern. Und wenn die Patienten nach der Hälfte der Zeit wieder Schmerzen haben und eine neue Dröhnung verlangen, dann kannst du doppelt so viel spritzen. Dann bist du aber schon bei 40 Einträgen ins Giftbuch. Das heißt, du hast 20 Ampullen für dich. Medizinisch reines Zeug. Dafür kannst du in den richtigen Kreisen ordentlich absahnen. Das heißt, die operieren Patienten aus den besseren Kreisen? Solche wie von Prahlen. Machen die durch großzügige Schmerzmittelgaben abhängig? Und versorgen die nach dem Klinikaufenthalt privat weiter? Ist ja wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Was sagen die Polizei dazu? Sehe ich so aus, als ob ich mit der Polizei über meine Recherchen spreche? Ganz im Gegensatz zu dir. Was meinst du damit? Hast du Verstärkung mitgebracht? Keine Ahnung, was die hier macht. Wenn du mich anscheißt, rede ich nie wieder ein Wort mit dir. Hallo, Hannes. Hallo. Was brütest du aus? Ich weiß zwar nicht, was dich das angeht, aber ich treffe mich hier mit dem alten Freund. Um mit ihm den Fall zu besprechen. Fall? Welcher Fall? Ist doch alles nur Einbildung. Was ist? Plötzlich doch interessiert? Kauf dir Montag eine Zeitung, da steht alles drin. Ich kenne deine Tricks. Jede Menge Dreck aufwirbeln, bis niemand mehr durchblickt. Am Ende bleibt genügend übrig, damit du dir einen Fall basteln kannst. Es tut mir leid. Wenn nicht, werde ich dafür sorgen. Das schwöre ich dir. Wenn ich das richtig sehe, habe ich bei der verschissen. Und? Alles erledigt? Nur nebenbei, ganz legal ist es nicht. Georg hat gesagt, er hat einen von diesen Tropfständern genommen. Probier's mal damit. Entschuldigen müssen. Ich glaube, ich möchte jetzt hier ganz schnell raus. Wir können jetzt nicht einfach verschwinden. Wie, was denn sonst? Wenn sie tatsächlich hier gestorben ist, was hat er dann mit ihrer Leiche gemacht? Das will ich gar nicht wissen. Jetzt überleg doch mal, wo würdest du eine Leiche verstecken? Ecki, können wir das nicht woanders besprechen, wo kein Blut auf dem Boden ist und wo wir nicht jederzeit wegen Einbruch verhaftet werden können? Ja, wir verschwinden, aber ich kann dir nicht versprechen, dass da, wo wir hingehen, kein Blut auf dem Boden ist. Sind alle auf ihren Posten? Ja.
Sie hatten übrigens recht mit Ihrer Vermutung. Gegen diesen Dr. Sunke wurde bereits ermittelt. Aber das Verfahren wurde eingestellt. Sie meinen, Wilsberg hatte recht. Von mir aus. Springer? Und das ist gesichert? Vielen Dank. Wir haben soeben herausgefunden, wo unsere Obdachlose gestorben ist. In der Borgward-Klinik. Frau Sulke arbeitet? Und wo laut Aussage von Wilsberg? Ja, wir kommen. Die Krankenschwester ermordet wurde. Oh Gott, sag mir bitte nicht, dass es das ist, was ich vermute. Das ist genau das, der ideale Ort, um eine Leiche loszuwerden. Oh, Ecki, ich kann das nicht. Ich will wissen, ob sie hier ist. Das ist sie. Hier steht, dass sie Ida Gronau heißt. Du meinst, Sulke hat die Papiere vertauscht, oder was? Ich glaube, er hat die Leiche verschwinden lassen, die ursprünglich auf der Bahre lag. Ich gebe es ungern zu, aber du hattest recht. Dieser Sulke hat wirklich... Polizei, keine Bewegung. Wir sind vorläufig festgenommen. Was soll's, es gibt eh zu viele Juristen. Haben Sie tatsächlich geglaubt, dass Sie mit dieser Nummer zweimal durchkommen? Was glauben Sie denn, mit wem Sie es zu tun haben? Wir haben Sie natürlich beobachtet. Mich würde sehr interessieren, wer wir ist. Es lohnt sich nicht, Ihnen das noch zu erklären. Sie werden keine Zeit haben, darüber nachzudenken, geschweige denn, es jemandem zu erzählen. Und jetzt würde ich mich nicht mehr bewegen. Hier sind überall Ihre Fingerabdrücke. Sie sind ein paranoider Irrer, der bei mir eingedrungen ist und mich bedroht hat. Was haben Sie vor? Ich fürchte, Sie fallen mir wieder die Treppe runter. Und diesmal von weiter oben. Ah! Womit hat euch Georg beauftragt? Kurzfassung bitte. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Telefon weg. Ich kann Ihnen das erklären. Hallo? Telefon weg.
Die habe ich mir mal als Schutz für den Heimweg besorgt. Gute Investition. Ich weiß nicht, warum Sie hier sind. Aber Sie glauben doch nicht, dass ich hier... Ich brauche überhaupt nichts zu glauben. Ich kann ja sehen. Und das ist genau das, was ich der Polizei erzählen werde. Ich bin hierher gekommen, um mit dem Stationsarzt über ein Problem in der Klinik zu sprechen und habe ihn tot auf dem Boden gefunden. Der ist nicht tot. Noch nicht. Aber das kann man ja ändern. Und die Polizei wird wissen, wer es war. Sie haben ja überall ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Ich sitze auch nicht im Rollstuhl und bringe Leute um. Zuerst haben sie ihm die Betäubungsspritze gegeben, die sie in der Klinik gestohlen haben. Das ist aktenkundig. Und haben ihm eine kleine Überdosis verpasst. Versuchen Sie es. Und Sie enden genau wie diese Schwester. Haben Sie Schwester Maike umgebracht? Nein. Es war der Idiot. Warum tun Sie sowas? Weil er zum Risiko geworden ist. Nur eine Frage der Zeit, bis er alles verrät. Das meine ich nicht. Warum machen Sie bei sowas mit? Ich hatte immer das Gefühl, Sie sind eine ganz gute Krankenschwester. Wissen Sie, was eine gute Schwester bei uns wert ist? Ich habe immer gearbeitet, ich war immer für andere da. Was glauben Sie, bleibt davon übrig? Ich glaube nicht, dass Sie es schaffen, wehrlosen Menschen umzubringen. Ich habe so vielen Menschen das Leben gerettet. Ich denke, ich habe ein bisschen Kredit bei dem da oben. Halt, Polizei! Keine Bewegung! Raum ist gesichert. Ich habe mich lange nicht mehr so gefreut, dich zu sehen. Mal sehen, ob das anhält. Sag mal, was ist denn eigentlich los? Wo kommt ihr so plötzlich her? Oh, wir waren schon die ganze Zeit da. Wir haben gesehen, wie du draußen gewartet hast, wie du ins Haus gegangen bist. Und ihr habt das alles so zugelassen? Wir hatten nicht genug in der Hand für einen Durchsuchungsbeschluss. Aber bei einem Einbruch, da können wir sofort rein. Der Kerl hätte mich umbringen können. Ja, bisschen Schwund ist immer. Irre witzig. Kümmern Sie sich mal um einen Krankenwagen für den Dr. Overbeck. Und du hättest in Kauf genommen, dass Sie mich umlegen? Nein. Wir haben alles verfolgt. Ach, und wie? Was glaubst du, habe ich in der Kneipe von dir gewollt? Ich habe dich die ganze Zeit gehört. Du hast mich verwanzt? Ich dachte, es wäre ganz lehrreich für dich, mal zu erfahren, wie das ist, wenn man benutzt wird. Deine beiden Mitarbeiter haben die tote Krankenschwester im Kühlraum der Borgward-Klinik gefunden. Zulke hat sie gegen die Leiche einer Obdachlosen ausgetauscht und die Obdachlose dann anschließend entsorgt. Morgen wäre die Krankenschwester unter dem Namen der Obdachlosen eingeäschert worden, wir hätten ziemlich blöd dagestanden. Wenn du ja nicht so ein Mistkerl wärst. Dann würde ich mich jetzt bei dir entschuldigen. Dafür habt ihr mich ja hier zum Abschluss freigegeben. Weißt du was? Ich finde, wir beide sind quitt. Sag mal, quitt heißt doch, dass du nicht mehr sauer auf mich bist. So schnell geht's ja nun wieder auch nicht. Aber zumindest nicht so sauer, dass man die Reste davon nicht beim gemeinsamen Abendessen beseitigen kann. Ach, geh mal auf einen Versuch an. Allerdings erst, wenn du wieder laufen kannst. Ich habe nämlich gerade Lust, dich zu schieben. So she looks to her prince, finding senses so charmingly slumped at her side. Those days are recalled on the gallery wall. And she's waiting for passion or humor to strike. What shall we do? What shall we do? All this useless beauty. She won't practice the
Camp Battleship isn't a sweetheart, a plaything of death. The film turns her into an unveiled threat. Nonsense prevails, modesty fails, grace and virtue turn into stupidity. While the calendar fades, almost all barricades to a pale compromise. And our leaders have feasts on the backsides of beasts. They still think they're the gods of antiquity. If something you missed didn't even exist, it was just an idea. Is it such a surprise?